keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, Tennis, nach Tennis weiß ich nicht. Ja, ja, ist ja easy. Ja, hallo, ich bin Jeffrey von der Schulenburg. Ja, ich komme aus der Schweiz. Also ich bin in Deutschland geboren, habe dort gelebt, bis ich 7 war, in Düsseldorf. Und dann sind wir in die Schweiz gezogen wegen meinem Vater, also beruflich. Und seitdem habe ich in der Schweiz gelebt. Ja, und ich spiele schon seit ewig Tennis, also seit ich irgendwie 3 Jahre alt bin. Ich habe noch einen Bruder und 2 Geschwister und mein ältester Bruder, der hat mit Tennis angefangen und ich wollte immer machen, was er gemacht hat, also habe ich dann auch angefangen mit Tennis. Ja, und dann hat sich einfach so ergeben, dass ich dann weiterspiele und ja, jetzt ja, habe ich bis jetzt Tennis gespielt und spiele jetzt momentan im Sommer Turniere international, weil ich studiere ja in Amerika. An der Uni und spiele gleichzeitig Tennis, aber dann während dem Sommer spiele ich dann ITF Futures oder was auch immer. Ich gehe jetzt dann auch nach China während dem Sommer und spiele University Olympics für die Schweiz mit meinem Bruder, also freue ich mich drauf. Und ja, und dann spiele ich jetzt auch für den WTAC, wenn auch immer ich Zeit habe, weil es gefällt mir richtig und macht Spaß, ja. Ja, eben, ich meine, es ist nicht einfach mit Tennis und Schule also zu balancieren, ab und zu ist ein bisschen mühsam, aber ich wollte beides machen. Ich wollte nicht nur voll auf Profi gehen. Also meine Föderation wollte eigentlich, dass ich all in gehe mit Tennis, aber ich habe gesagt, hey, ich möchte ein Studium gleichzeitig machen und das kann man nicht in Europa machen. Deswegen bin ich nach Amerika gegangen und ich möchte sicher nachher mal Profi versuchen, aber ich habe jetzt noch 1,5 Jahre und ich meine, es gefällt mir richtig. Also es geht schon. In Amerika schauen die wirklich, dass man genug Zeit hat auch für den Sport und es wird auch immer größer und größer. Das Level wird immer besser. Aber ich meine, ja, man muss diszipliniert sein, die Schule zu balancieren mit dem Tennis. Aber sonst kannst du schnell mal zurückfallen mit all dem Schulstoff. Aber es klappt schon, wenn man diszipliniert ist, dann geht es eigentlich alles easy. Ja. Ich glaube schon, meine Stärken sind physisch, also physisch bin ich eigentlich richtig gut. Ich kann richtig lang spielen auf hohem Niveau oder einfach High Intensity. Ich kann eigentlich für mich fit. Und ja, Baseline, ich bin eigentlich ein guter Baseliner, bin ich solid. Es gibt sicher einige Orte, wo ich noch verbessern muss. Aufschlag zum Beispiel ist schon besser geworden, aber kann sicher auch noch besser werden. Und mental, habe mich schon weiterentwickelt, aber es gibt immer noch viel, dass ich da lernen kann. Aber ich glaube, ja, vor allem, ich glaube, was meine Stärke ist, so meine Positivität, also meine Positivity, Positivität, oder ja, genau. Ich war schon zu lange in Amerika, aber ich glaube, auch wenn ich verliere, bleibe ich motiviert und will weiterarbeiten. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Also das ist gut bei mir. Und ja, ich meine, was Tennis hat mir schon so viel geholfen für, ich glaube, für später im Leben. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich nach dem Tennis machen möchte, was mir ein bisschen Sorgen zubereitet. Aber ich glaube, Tennis hat mir wirklich geholfen mit, diszipliniert zu sein, ich glaube mental, ich glaube so ein Competitor zu sein, hart zu arbeiten. Ja, ich glaube, ich habe auch ein wirklich gutes Umfeld, ich habe viele interessante Leute kennengelernt durchs Tennis. Also ich glaube, ich kann es jedem vorschlagen, ich glaube, Tennis kann dir wirklich viel, viel helfen, auch für später im Leben, ob es Connections sind oder auch deine Mentalität, deine zu arbeiten und ja, also das ist wirklich gut. Ja, eben, nee, in 3 Jahren möchte ich sicher, ich glaube, hoffentlich bin ich dann auch auf der Tour. Hoffentlich bin ich dann so Top 200 oder so oder 300, dass ich dann die Challenger spielen kann, weil ich habe noch 1,5 Jahre Studium. Und dann, ja, eben so schnell wie möglich zu den Challenger zu kommen und dann hoffentlich Quali für Grand Slams und dann mal schauen. Aber sicher auf der Tour sein, wenn ich gesund bleibe und alles, ja. Ich glaube, ja, live in the moment. Ich glaube, ab und zu mache ich mir zu viel Gedanken über und fokussiere dich auf dich selbst, nicht was andere machen können. Wirklich, weil du kannst nicht kontrollieren, was andere machen oder deren Resultate anschauen. Das ist eigentlich unwichtig. Fokussiere dich eigentlich einfach auf dich selbst. Natürlich nett sein zu anderen und ein gutes Umfeld haben, aber dass du auf dich fokussiert bist und deinen Weg gehst und nicht schaust, was andere machen. Und auch wenn du mal irgendwie eine Party verpasst oder so, dann nicht wütend bist oder so, ach scheiße, ich wäre jetzt gern dort. Du machst dein Ding und du bist zufrieden mit deinen Entscheidungen, weil sonst, wenn du ab und zu denkst, okay, ich gehe jetzt zu diesem Turnier, ich hätte eigentlich vielleicht dahin gehen können, dann machst du dir zu viele Gedanken und verschwendest eigentlich Energie, was total unnötig ist. Also mach deine Entscheidung und dann go for it, wie auch immer, so gut du kannst.
Und ja, nicht zu viel links, rechts schauen, würde ich mal sagen.